Okay, hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Falls ihr schon länger diesen Kanal verfolgt, dann wisst ihr, ich habe euch schon länger ein Tutorial zu Crazy 8 versprochen. Und ja, ich würde sagen, Zeit das Versprechen zu halten. Heute gibt es das Tutorial und ja, ich würde sagen, fangen wir sofort an. Und zwar braucht ihr natürlich erstmal ein Kartenspiel. Und vorab, wenn ihr Anfänger seid, dann würde ich euch empfehlen, andere Casting Moves zu lernen. Ich habe auch schon einige erklärt auf meinem Kanal. Schaut da einfach in der Playlist vorbei. Wenn ihr schon ein bisschen Ahnung habt und ein bisschen Casting könnt, dann willkommen. Wie gesagt, schnappt euch ein Kartenspiel. Habt ihr wahrscheinlich schon. Und ja, es ist ziemlich egal, welches Kartenspiel ihr nehmt. Aber ich würde euch raten, eher ein bisschen benutzteres Kartenspiel zu nehmen, beziehungsweise nicht neu, nicht komplett neu, okay? Dann sollte es passen und ich würde sagen, wir beginnen jetzt wirklich mit dem Tutorial. Also fangen wir an. Das Kartenspiel haltet ihr einmal so in eurer Hand und dann kommt ihr mit eurer rechten Hand rüber und teilt das Kartenspiel in zwei Hälften auf und lasst es sozusagen in die andere Hand fallen. Geht noch ein bisschen nach oben und dann habt ihr diese zwei Päckchen in den zwei Händen symmetrisch drin. Nochmal, hier, kommt rüber mit der Hand, bricht es in zwei Hälften, lasst es hier reinfallen, geht so ein bisschen mit der linken Hand hoch und dann habt ihr das Päckchen in dieser Hand. Ideal. So, wenn ihr das habt, dann perfekt. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist, diese Finger wandern jetzt hier runter. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ich mache das, indem ich den Daumen hier hin tue, auf der Seite dasselbe und Druck ausübe, sodass ich das zwischen Daumen und hier diesen Finger halten kann. Okay? Mit dem Daumen Druck ausüben, dann kann ich das so festhalten und diese Finger können dann runterrutschen. Ja? Ich zeige euch das Ganze nochmal. Zack, zack. Gut. Ich würde sagen, wir machen das mit einer Hand erstmal. Ich zeige euch, wie es mit einer Hand aussieht. Und dasselbe macht ihr dann einfach noch mit der linken Hand, aber alles mit der Ruhe. Okay, wir fangen an. Der erste Schritt ist, wir ziehen mit dem Daumen die Karte nach unten. Wir kontaktieren hier die Karte und ziehen dann mit dem Daumen diese runter. Okay? So ist noch nicht weit genug, deswegen gehen wir nochmal hoch und drücken immer weiter. Hier unten stützen diese Finger. Die sind hier unten dran. Heißt, desto weiter wir schieben, zack. So sieht es dann aus. Okay, ich hoffe, ihr kommt irgendwie mit. Es ist ein Move, den man sehr schwer erklären kann. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Also mit dem Daumen tut ihr die Karte so nach unten schieben. Ihr kontaktiert wieder hier oben, geht weiter runter. Und diese Finger sind jetzt hier unten und warten auf die Karte. Okay? Um genau zu sein, der kleine Finger, der stützt die ganze Karte von unten. Okay? Und obendrauf kommt jetzt euer Ringfinger. Denn wir müssen die ganze dann so halten am Ende, okay? Also nochmal. Euer Daumen tut die Karte so nach unten machen. Ihr geht wieder hoch. Macht die noch weiter runter, bis sie irgendwann, ich zeige es euch mal von einer anderen Perspektive, am kleinen Finger angekommen ist. Dann drückt ihr immer und immer weiter, bis ihr dann mit dem Ringfinger oben drauf gehen könnt. Okay, dann habt ihr das Ganze so geklippt. Das Ganze macht ihr natürlich auch mit der Hand. Runter, nochmal runter. Der kommt dann hier runter. Zack, ihr drückt mit dem Daumen noch ein bisschen nach. Dann solltet ihr in dieser Position sein. Von vorne, zack, in zwei Hälften. Ihr geht runter. Mit dem Daumen schiebt ihr die Karte so ein bisschen schräg nach unten. Dann noch weiter, bis wir irgendwann die Karte auf den kleinen Finger ablegen können und der Ringfinger oben drauf wandern kann. Nur noch mit dem Daumen runterdrücken, dann haben wir die Karte auch hier schon so geklippt. Okay? Jetzt haben wir diese Finger frei und können dann weitermachen mit dem hier. Okay? Aber alles Schritt für Schritt. So. Okay? Zack, das solltet ihr mittlerweile schon können. Wir gehen runter. Schieben die Karte, zack, weiter, bis sie irgendwann am kleinen Finger abgelegt werden kann. Diese gehen hier oben drauf
ihr drückt noch ein bisschen mit dem Daumen hier so runter, dass sie weggeht von diesem Kartenspiel, sodass ihr nur noch die Karte hier so geklippt habt. Okay, ich tue mal eine Hand wieder weg. Ihr seid jetzt hier mit dieser Karte da. Wir können die auch erstmal weglegen, vielleicht fällt es euch dann einfacher. Und zwar alles, was ihr jetzt machen müsst, ihr kontaktiert mit dem Zeigefinger hier diese Ecke, übt Druck aus und streckt euren Zeigefinger dann aus. Druck ausüben, Zeigefinger ausstrecken. Druck ausüben, Zeigefinger ausstrecken. Hier macht ihr dasselbe mit dem Daumen. Ihr kontaktiert, übt Druck aus und streckt den Daumen so nach hinten dann aus. Diese Finger können helfen, die restlichen Karten festzuhalten. Zack, zack. Okay, also. Und das Ganze machen wir dann mit der Karte hier unten geklippt. Die ist immer noch hier. Der Zeigefinger ist dann hier unten, streckt sich aus, der Daumen hier unten und geht dann nach oben. Okay? Dann haben wir schon hier diese coole Position. Jetzt müssen wir nur noch diese Karte hier so oben ausstrecken. Und dann haben wir auch schon das ganze Display. Sieht jetzt noch natürlich von dieser Seite ein bisschen anders da aus, aber ja, macht nichts. Ich zeige es euch auch dann später von vorne. Also, zack, in zwei Hälften, rüberwerfen, Finger wandern runter. Die Karte wird nach unten geschoben, bis sie irgendwann auf dem kleinen Finger landet. Die gehen oben drauf, ihr habt die Karte dann so geklippt. Also, und jetzt machen wir das Ganze, dass wir diese Karte unten hier geklippt haben, in beiden Händen, und machen gleichzeitig dann diesen Move hier. Okay? Also, ihr erinnert euch, ihr könnt auch für den Anfang erst das hier ausstrecken, dann das. Später passiert das Ganze gleichzeitig, okay? Genau so. Gut, also ihr kontaktiert hier, streckt euren Zeigefinger aus. Die Karte rotiert sozusagen um euren Mittelfinger. Dann kommt der Daumen und zieht die Karte nach oben. So im rechten Winkel ist sie dann. Okay, und ich erkläre euch jetzt nochmal von einer anderen Perspektive, wie ihr das hier ausstrecken könnt. Also Leute, ich zeige euch das Ganze nochmal von hier. Die Karte rutscht so weit runter, bis wir die hier unten klippen können. Und zwar genau so. Diese Finger kontaktiert hier diese Ecke. Und dann streckt ihr die aus und der Daumen geht dann so hoch. Um jetzt die hier auszustrecken, geht ihr mit eurem kleinen Finger so ein bisschen nach vorne. Und dann seht ihr schon, zack. Desto mehr Druck ihr nachlasst, desto gerader wird die Karte. Ihr müsst aufpassen, nicht zu viel Druck nachlassen, sonst fällt sie runter. Aber mit dem kleinen Finger nach vorne wandern, bisschen locker lassen und dann zeigt ihr auch schon vorne. Wie gesagt, ich erkläre euch das Ganze auf meine Art und Weise. Das würde beim Original anders da aussehen, dass ihr das Ganze so klippt. Ich kann das halt nicht, deswegen habe ich meine eigene Variante ausgedacht. So, dann habt ihr das Ganze hier. Ich mache es halt anders da. Deswegen, es kann von den einen oder anderen schwieriger sein, so wie ich es mache. Ja, aber trotzdem, ich erkläre es euch so, wenn es euch nicht passt, dann überlegt euch selber was, so wie ich es gemacht habe. Also, falls euch irgendwas bei irgendeinem Move nicht passt, dann passt es an euch an. Ganz einfach. Also gut, ihr streckt die aus, zack. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist mit dem kleinen Finger so ein bisschen oben drauf zu gehen, auf den Ringfinger und den Druck ein bisschen nachlassen. So, der klebt auch so halb an eurem kleinen Finger, also es sollte nicht allzu schwer sein. Aber ich finde für mich, das hier ist noch einfach, die Karten hier aufzumachen bzw. so auszustrecken. Und das ist der schwierigste Part eigentlich von dem ganzen Move. Das hier so auszustrecken. Verständlich. Ich zeige es euch ein paar Mal. Zack. Zack. Ja, wieder zu locker gelassen, dann fällt ihr auch runter. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht allzu locker lasst. Denn nicht gut. Nicht gut.
Übrigens, falls ich mich wieder komisch anhöre, in den letzten Videos, weiß nicht, meine Erkältung möchte nicht weggehen. Meine Nase ist so ein bisschen voll, deswegen I'm sorry. Ja, hoffe, es stört nicht allzu sehr. Mann. Aber ihr seht, glaube ich, was ich meine. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, dann spult zurück, schaut euch das Ganze nochmal an. Es ist auch ein Casting-Move, das ihr nicht so einfach hinbekommt. Es ist, wie gesagt, für Fortgeschrittene oder Leute, die schon länger Casting machen. Beziehungsweise, wenn ihr Anfänger seid, müsst ihr da echt lange üben dran. Außer ihr seid irgendwie hochbegabt. Moin, da bin ich auch. Ja, hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Ihr habt lange drauf gewartet. Es tut mir leid, dass ich euch so lange warten lassen habe. Ihr habt es jetzt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt, sodass es jeder nachmachen konnte. Und ja, wie gesagt, es war ein bisschen schwierig für mich. Trotzdem, euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.